Come on. Neben mir klingt jeder andere Rapper Oberscheiße. Nee, ich kann nicht töpfern, weil ich mich so auf den Boden vergreife. Der Typ ist noch durchgedrehter als Helikopter. Ey, ich schlage Harry Potter Fans mit nem Teppichklopfer. Für meine Stimme gibt es einen triftigen Grund. Sobald ich flow, drückt mir deine Frau ihre Titten in den Mund. Ich saug so lang dran, die Nippel sind wund. Mein Flow ist ähnlich wie mein Schwanz, Baby. Er sorgt für den richtigen Bums. Once again back is the Incredible. Heute nicht mit JGG, sondern heute mit CBO. SSIO, Freunde, Alter. Zu krass. Letztens hat irgendjemand bei mir irgendwo kommentiert, ey, Jiggy, warum hast du eigentlich noch nie ein Video zu SSIO gemacht? Und ich lese so den Kommentar und denke mir so, ja, gute Frage. Warum habe ich eigentlich noch nie ein Video zu SSIO gemacht? Freunde, SSIO ist für mich, ich will nicht sagen, die coolste Sau und für mich der geilste Rapper, der im Moment im Rap-Game rumläuft in Deutschland. Aber ich wüsste jetzt auch keinen, den ich da irgendwie drüber stellen würde. So absurd das klingt, ne? Weil SSIO, ich meine, er ist jetzt gar nicht so das Bild von einem Rapper. So SSIO ist auch so halb Comedian, halb Assi, halb, ich weiß nicht wie. Der ist gar nicht so für mich, der ist gar nicht für mich so dieser Vorzeigerapper. Das ist irgendwie ganz komisch und trotzdem feiere ich ihn so abnormal. Als kleine Vorgeschichte so, als ich das erste Mal SSIO gehört habe, ne, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, 5, 6, 7 Jahren oder so, ne, war das für mich so dieser typische Kenneck-Rapper, der über kriminelle Machenschaften rappt, der über Drogen rappt, der halt so diese typischen, ja, schon ausgelutschten Klischees bedient, so, oh, müde vom Hören, bockt mich null, interessiert mich nicht, aber die Beats sind ganz cool. So ging's los, so. Ich habe mich nie wirklich dafür interessiert, wenn's gelaufen ist, so dachte ich immer so, ja, ja, ist halt so, ja, ist in Ordnung, so, ne. Aber wirklich nie was davon gehalten. Dann saß ich irgendwie hier bei mir vorm Fernseher und es kam das Lied 0,9 raus, ne. Und ich saß so hier vor meinem Fernseher, hab das so irgendwie geguckt auf irgendeinem MTV oder wo das war, irgendwo wurd's vorgestellt, keine Ahnung. Und ich denk mir so, Alter, ja, ist ganz cool, ist in Ordnung, auch nicht viel krasser gefunden so. Und dann kam die Hook, ne? Ey, ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt, dir Strich Fotze in den Chucks mit Lipgloss für den Glanz, 0,9, 0,9. Und irgendwie dachte ich so, okay, rockt schon, krass, Alter. Dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich habe den ganzen Tag dieses 0,9, 0,9 im Kopf, ne? Dann saß ich beim Kumpel auf der Couch zu Hause und er hat gerade das Neue, was gerade erschienen ist, das neue 0,9 Album von SSIO gepumpt so und irgendwie so die ersten paar Lieder und ich denk mir so, Digga, das ist irgendwie komplett dope, Alter, ne? Das ist halt irgendwie komplett dope. Und ich weiß noch, dass ich damals, da war ich kurz bevor ich zu meiner damaligen Freundin nach Weinheim gefahren bin, bin ich auf dem Weg, nach Weinheim ist von mir so, ja, so 80, 90 Kilometer, auf dem Weg dorthin hier in Offenbach ins Ringcenter gefahren, hab mir die CD gekauft, 0,9 war das erste. Ich wurde auch erst beim zweiten Album auf SSIO aufmerksam. Und hab mir das gegeben und seitdem, Dicker, ich bin Vollblut-Fan, Alter. Es gibt keinen. Auf das neue SSIO-Album, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so hyped auf ein Album war. Ich glaube, das war, weiß ich nicht, mit 13, als The Marshall Mathers LP rauskam, von Eminem vielleicht. Klingt komplett krass, es ist aber so. Und SSIO ist einfach in seiner Ausdrucksweise, in seiner Betonung, in seinen Worten, die er wählt, in seinem Humor, ist er für mich einfach, er hat so meinen Humor und ich feiere das so komplett ab. Und bevor wir jetzt lange rumschnacken, Freunde, ziehen wir uns rein, mit einer der geilsten Tracks von ihm überhaupt, nämlich Nutte. Wenn ihr mehr SSIO Videos sehen wollt, ne, dann lasst mir hier ein Like da, lasst mich das wissen. Yes, yo. Wir geben uns das jetzt hier bei dem Video. Ist ein Problem, dass da erstmal so 2 Minuten Film ist. Jetzt sind wir hier auf dem Basar, Mann. Wir wollen das was kaufen. Ich überspiele das jetzt mal. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, aber die Leute, die SSIO vielleicht jetzt gar nicht so kennen und meine Reaction dazu sehen wollen oder was ich dazu sage, die fuckt das jetzt ab, wenn hier Laberei ist. Du hast noch nicht mal ein Zuhause, du bist ein Parasit, der nie Parasit. Allein dieser Beat, ne? Also wie er auf diese Beats float und SSIO ist auch wirklich einer, der, ich will nicht sagen Flowfehler hat, ne? Aber der schon oft neben dem Takt ist. Also der gar nicht so dieses Vorzeigeflown
betreibt, sondern der echt manchmal so neben dem Takt irgendwie hängt, sau oft auch wirklich sau oft Zweckreime benutzt, aber das stört mich bei ihm nicht, weil es irgendwie so sein Film ist, der ist einfach, hören wir selbst. Warum rapp ich nur von Sissis machen und Schlampen, die ich bums, weil alle meine Fans sind maskuline Jungs, ja, ja, das ist Bonn, nicht Paris, der Optiker schießt auf Kopfnicker Beats, ich allein diese Betonung schon wieder. Warum rapp ich nur von Sissis machen und Schlampen, die ich bums, weil alle meine Fans sind maskuline Jungs, ja, ja, dieses Adlib auch immer, diese Adlibs, die er hat, ne? Ja, ja, das ist Bonn, nicht Paris, der Optiker schießt auf Kopfnicker Beats und reimen tut SSIO besser als 90% der Rap-Szene. Auch wenn er oft Zweckreime benutzt und somit sich das Reimen ein bisschen einfacher macht, ne, reimt er so geil. Ja, das ist Bonn, nicht Paris, der Optiker schießt auf Kopfnicker Beats. Ich fass die Bicke an Gras und Peace, Kundenmengen und fass seitdem rum mit Satellit, große Felgen. Und Jebetz, wir wissen aber auch die Lobbeute, woher ich diese Bobbin-Sprache habe. Nämlich von SSIO, me friendos. Ich fatibicke, ich verticke, sagt er. Aber er macht es mit seiner Bobbin-Sprache. Ich fatibicke, an Gras und Peace-Kundenmengen und fahr seitdem rum mit satellitgroßen Felgen. Gras und Peace-Kundenmengen und fahr seitdem rum mit satellitgroßen Felgen. Einfach auch die Betonung. An Gras und Peace, bei ihm ist SSIO ist auch ein Rapper, bei dem der Popschutz immer pop, pop, pop. Ich fahr seitdem an Gras und Peace Kundenmengen und fahr seitdem rum mit satellitgroßen Felgen. Zu geil einfach nur. Tippicke, an Gras und Peace Kundenmengen und fahr seitdem rum mit satellitgroßen Felgen. Meine Jungs sind am Kiosk die Junkies, weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Auch überragend geile Zeile und saugut gereimt mit Vorreimen. Meine Jungs sind am Kiosk die Junkies, weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Kiosk die Junkies, Peace sorgt wie Gandhi. Mahatma Gandhi in Friedenskämpfer, umgangssprachlich oder übersetzt Peace, ne? Die Zweideutigkeit von Peace, einmal der Frieden, einmal die Arbia, die Haschplatte. Ja, Haschisch, auch Peace. Also seine Jungs sind am Kiosk die Junkies, weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Auch zu geil einfach nur. Meine Jungs sind am Kiosk die Junkies, weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Wenn wir kommen und du ein paar Ochsen siehst, kannst du Schmarotzer tief in deine Karotten-Jeans bin. Das ist halt komplett auch, was heißt gezweckt, aber das ist auch so typisch SSIO, wo du dich so fragst, ja, was ist denn eigentlich der Sinn? Wenn, oder das ist so, wenn wir kommen und du ein paar Ochsen siehst, kannst du Schmarotzer tief in deine Karotten-Jeans. Das ist so, okay. Also ja, bevor jetzt die Leute kommen, die sagen, Schicki, bei jedem anderen Rapper hättest du das kritisiert. Ja, kann sein. Es gibt aber SSIO, hat einen Freifahrtschein, Digga. SSIO darf das, weil ich Fan bin, er darf das, ja. Also bei ihm ist es, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht genug feiern, Alter. Wir kommen und du paar Ochsen siehst, kannst du Schmarotzer tief in deine Karottenjeans füllen. Pelzjackenträger durch Petras und Bader, Geldstrafen, Schmälern und Benz AMG vernutte. Eine geile Reimkette, ne? Bin Pelzjackenträger durch Pep, Gras und Bader, Geldstrafen, Schmälern und Benz AMG fahren. Nutte! Das ist zu krass, was er für eine Dynamik und was für ein Druck in der Stimme und was für ein Flavor er bei mir auslöst, Alter, dieser Typ. Ich find's zu dope, wirklich. Real Talk, Alter. Bigger durch Pep, Gras und Bader, Geldstrafen, Schmälern und Benz AMG fahren. Nutte! Was für glaubhafte Schiene, wenn du zuckst beim Sound von meiner V8-Maschine. Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass von dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah! Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass von dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah! Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, natürlich zu der Thematik, die ihr behandelt hier mit Geldstrafen, Schmälern und Benz AMG fahren, Pep, Gras und Bader und so, ne? Sind alles Dinge, mit denen ich mich null identifizieren kann und die ich von fast keinem anderen Rapper so tolerieren würde, so. Ich weiß nicht so. Außer letztens, was hab ich mir, OG Kimo und so, der hat auch so ganz viele Dinge gesagt, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Aber da gefällt mir einfach so, bei ihm war das einfach so unglaublich real. Er war wie ein Hörbuch. Er hat mir eine Geschichte erzählt. Ich war gefesselt. Es war spannend. Ich wollte zuhören. Und bei SSIO ist einfach diese Kunst, die über allem steht. Das ist für mich auch einfach ein, das ist ein lustiges Hörbuch, dieser Typ. Das ist ein Entertainer vor dem Herrn, was es musikalisch betrifft. Seine Instagram-Stories und so finde ich manchmal ein bisschen arg auf lustig gemacht. Ja, finde ich auch schon oft lustig, aber manchmal finde ich es auch nicht so lustig, wie es viele andere tun. Aber musikalisch gesehen ist es für mich ein einziger Hörgenuss, dieser Typ, Alter.
Er bedient nahezu alles, was ich feiere, Alter, ohne Spaß. Wer ist der King of Rap? Auch diese Selbstironie und dieser Humor, den er an den Tag legt, ne? Zu krass feierbar. Das von dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah! Wer ist der King of Rap? SSEO. Guck nur bei Sex, relax. SSEO. Kopfnicken kostet Geld. SSEO. Normal, 0228 ist die Vorwahl. Wer bumst auf dickere Frauen? SSEO. Wer holt die SIM-Karte raus? SSEO. Wer ist SSEO? SSEO. Normal. Ja, bumst alles weg, deutscher Rap ist ne Mutter. Auch diese, das ist so dieses, wer ist SSEO? SSEO! Das ist diese, auch diese Texte sind an Sinnlosigkeit manchmal nicht zu betreffen, aber zu übertreffen, aber genau das macht es aus. So. Es ist so feierbar einfach. SEO! SSEO! Ja, ja, bums alles weg, deutscher Rap ist ne Mutter. Jetzt dieser Einstieg, das ist auch, ich würde am liebsten mitrappen, ne? Ich muss dann auch, glaube ich, nochmal mitrappen, weil wirklich ich nahezu jeden Song von ihm komplett auswendig kann und mittlerweile auch diese Bumsen, das Bumsen-Album, ne? Da sind auch Tracks drauf, Digga, da zieht, da krieg ich einen zu viel. Das ist zu geil einfach, Alter. Ja, ja, ich fick Nutten weg aus dem Stripclub-Geschäft. Tick-Cooks und Pep von Kribitos versteckt, die in Immobilien ermitteln ohne Erfolg, weil ich ihn gut hier kenn. Halt's Maul. Das ist so, ne? Ich vertick Pille oder Harz, mach auf Straße. Ich vertick Pillen oder Harz, du machst auf Straßenrap und spittest 100 Bars mit Brille ohne Glas, zieh ab, laber mich. Ach, war das überhaupt? Ist das über, nee, das ist der dritte Part. Ach so, das ist der zweite Part, geht so. Ja, ja, ich fick Nutten weg aus dem Stripclub-Geschäft. Tick, Koks und Pep vor Kribipos, vor der Kripo versteckt. Aber einfach, damit er den Reim kriegt, Tick, Koks und Pep, sagt er hier nicht vor der Kripo versteckt, sondern vor den Kribipos. Da ist wieder die Bobin-Sprache. Vor den Kribipos versteckt. Weg, deutscher Rap ist ne Nutte. Ja, ja, ich fick Nutten weg aus dem Stripclub-Geschäft. Tick-Koks und Pep vor Kribipos versteckt, die in Immobilien ermitteln ohne Erfolg, weil ich ihn gut hier kenn. Halt's Maul. Geil, und jetzt kommen wir zu einer Zeile, die ich nie gepeilt hab, Alter. Vor Kribipos versteckt, die in Immobilien ermitteln ohne Erfolg, weil ich Ingo Tier kenn? Oder was sagt er da? Was sagt SSEO da? Ermitteln ohne Erfolg, weil ich Ingo Tier. Wer ist denn Ingo Tier? Ingo Tier kenn. Ah! Ingo Tier kenn, halt's Maul. Ach so, geil. Ingo Tier ist ein bekannter Bonner Rechtsanwalt, spezialisiert auf Betäubungsmittelstrafrecht. Alles klar, wieder was gelernt. Viel in der Bank. War weiter, Gebets. Auch hier wieder das Adlib, ne? Halt's Maul! Das kommt alles so, Baba. Immobilien ermitteln ohne Erfolg, weil ich Ingo Tier kenn. Halt's Maul! Und such an Ostern paar Eier, während ich mit Pflanzen mein Großhandel treib. Ostern paar Eier, während ich mit Pflanzen mein Großhandel treib. Schon wieder komplett den Reim auf SSEO weise zusammengebaut, aber feierbar. Und such an Ostern paar Eier, während ich mit Pflanzen mein Großhandel treib. Krieg Peace und Taste aus Herlen nach Haus, dessen Kilopacks ich vorher in Airbags verbauen. Jetzt kommt das, dieses, wenn der Nuttensohn sagt, das ist alles, das hat so einen Druck, das passt so, ne? Jetzt kommt auch eine meiner Lieblingszeilen, die feier ich tot irgendwie. Krieg Peace und Taste aus Herlen nach Haus, dessen Kilopacks ich vorher in Airbags verbauen. Nuttensohn! Ich häng draußen ab und bums Mädels, du welche, die von außen starken Jungs ähneln. Dazu hab ich auch wieder, wie die Bassline vom Beat, ne, an der Stelle, ne? Props an den Mix- und Master-Dude, der das Ganze noch arrangiert hat im Nachhinein. Sehr, sehr geil, wie hier die Bassline und der Beat mit dem, was er sagt, spielt so. Kommt richtig, richtig geil, Alter. Ah, mir fällt gerade schon wieder auf, weil ich gerade wirklich merke, wie in welchen hohen Tönen ich hier von SSEO und der ganzen Scheiße laber, ne? Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen, ey, Tiki Lutsch bei SSEO und so, die Kommentare. Geht einem immer ein bisschen auf den Sack, weil es scheinbar immer irgendwelche Internet-Rambos gibt, die es nicht verstehen, wenn man einfach auch mal jemand feiert, ja? Und es gibt so viele Rapper, von denen ich, größere Rapper als SSEO, von denen ich schon Analysen gemacht habe, wo ich gesagt habe, dass ich es komplett scheiße finde, Alter. Also wenn ich Schwanz lutschen würde, dann ja wohl überall, Alter. Und dann nur noch bei den richtigen Adressen. Aber, na, scheiß drauf, weiter geht's, Alter. Draußen ab und bums, Mädels, du Wettpack.
mich vorher in Airbags. Hört jetzt mal auf die Bassline und zu dem Flow von ihm. Verbau Nutzensohn. Ich häng draußen ab und bums Mädels, du welche, die von außen starken Jungs ähneln. Dazu hab ich Weltklasse-Kunden und kann bald den Bizeps mit Geldbatzen pumpen, normal. Siehst du, wie wir L-Blätter bauen und dazu hab ich Weltklasse-Kunden und kann bald den Bizeps mit Geldbatzen pumpen, normal. Und kann bald den Bizeps mit Geldbatzen pumpen, normal. Siehst du, wie wir L-Blätter bauen und aus Spaß mit nem Brett Backpack-Rapper hauen, feiern in grauen G-Star-Hosen im Club, weil die Jungs sind mit Migrationshintergrund. Wer ist... Damit kann ich mich dann auch null identifizieren, ne? Aber ich kann's einfach komplett feiern, Alter, dieser Typ. Grauen G-Star-Hosen im Club, weil die Jungs sind mit Migrationshintergrund. Ah. Wer ist der King of Rap? SSEO. Guck nur bei Sex, relax. SSEO. Kopfnicken kostet Geld. SSEO. Normal, 0228 ist die Vorwahl. Wer bumst auf dickere Frauen? SSEO. Wer holt die SIM-Karte raus? SSEO. Wer ist SSEO? SSEO. Ja, ja, bumst alles weg, deutscher Rap ist ne Nutte. Jetzt auch wieder ein geiler Einstieg vom Flow. Ich vertick Pillen oder Harz, machst auf Straßenrap und spittest 100 Bars mit Brille ohne Glas. Zieh ab, laber mich nicht voll von Scheine machen, wenn du Regale auffüllen gehst im Einzelhandel jeden Tag. Super Satz, Euro-Training, danach diversen Kunden ein Beutel Haze bringen. Häng mit Jungs, mit adrigen Piercing und Zungennasen, du mit Jungs, die nen Piercing auf Zungen tragen. Bei meine mit, häng mit Jungs mit adligem Bizeps und krumme Nase, du mit Jungs, die nen Piercing auf Zunge tragen. Bei meinen Joints machst du nach nem Zugheier und dein Kopf dreht sich im Kreis so wie Uhrzeiger-Nutte. Ich treff mich mit blonden Charmuts, bei 0 Grad trotzdem im Jogginganzug. Adpersatz, Euro-Training, danach die du mit Jungs, die nen Piercing auf Zungen tragen. Bei meinen Joints machst du nach nem Zugheier und dein Kopf dreht sich im Kreis so wie Uhrzeiger-Nutte. Ich treff mich mit blonden Charmuts. Bei 0 Grad trotzdem im Jogginganzug. Du, das ist so komisch geflowt, ne? Aber wenn du den Reim auseinanderklappst, das ist voll gut halt so. Ja, das ist wirklich komisch gerappt und ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, das hört sich irgendwie komisch an. War es für mich am Anfang auch, aber mittlerweile bin ich so krass intuit, dass ich es einfach nur noch bedingungslos feier. Ich treffe mich mit blonden Charmuts. Bei 0 Grad trotzdem im Jogginganzug. Das ist eigentlich voll der gute Reim. So, er hat auch oft Substantiv, in dem Fall jetzt nicht so krasse Substantivreime, aber er hat oft auch Substantivreime, die krass sind, Alter. Siehst, Nebel, Fuffi batzen und sich narren, währenddessen im Backstage Groupies blasen. Entweder Para mit Rap-Musik oder weiterhin auf der Straße mit Action-Piece. Wer ist der? Entweder Para durch Rap-Musik oder weiterhin auf der Straße mit Action-Piece. Auch geiler Reim, geile Betonung des Grauens. Weder Para mit Rap-Musik oder weiterhin auf der Straße mit Action-Piece. Wer ist der King of Rap? SSEO. Guck nur bei Sex, relax. SSEO. Kopfnicken kostet Geld. SSEO. Normal, 0228 ist die Vorwahl. Wer bumst auf dickere Frau? SSEO. Wer holt die SIM-Karte raus? SSEO. Wer ist SSEO? SSEO. Ja, ja, bumst alles weg, deutscher Rap ist ne Mutte. Hey Mann, wo warst du? Ja, ich muss ja die Reifen testen, ne? Ach so. Aber ist alles in Ordnung. Alles klar. Bitteschön. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, gute Fahrt. Wer bumst auf dickere Frau? SSEO. Wer holt die SIM-Karte raus? SSEO. Wer ist SSEO? SSEO. Ja. Also einfach zu krass, so, ne? Für viele, ich weiß nicht, wie viele das jetzt zum ersten Mal gesehen haben, so SSEO. Ich kann jeden verstehen, der beim ersten Mal hören sich so denkt, so, ja, ich weiß nicht, so, ne? Falls ihr ein bisschen Interesse in euch verspürt habt gegenüber SSEO, rate ich euch wirklich, zieht euch das rein, Alter. Ich glaube, ich habe auch die letzten 4 Jahre, ne, wenn man mal so das Ami-Rap-Zeug weglässt, ne, wenn man mal die ganzen Ami-Zeug-Rap-Alben, die ich halt schon am öftesten höre, weglässt, ne, und nur mal das deutschsprachige Rap-Zeug betrachtet, dann gibt es, dann kommt SSEO, dann kommt Luft, dann kommt ganz lange nix, dann kommt Kollega und dann kommt
Savage Sido. Was kommt denn dann noch, Alter? Das ist wirklich traurig, aber was ist denn so? Ich weiß nicht so. Was kommt denn da noch? Wenn ich jetzt wirklich überlege, was höre ich für Deutschrap-Alben im Auto? 3 Plus höre ich manchmal. Entertainment höre ich manchmal. Puh, Digga. Ich überlege gerade wirklich, was habe ich denn für Deutschalben im Auto? Naja, ich muss mal gucken, sage ich euch beim nächsten Video. Aber ihr seht anhand meiner Überlegung, dass es wirklich nicht mehr so viel sein kann. Yes, yo, Freunde, wie gesagt, wenn ihr Bock auf weitere SSIO-Analysen habt, dann lasst hier gerne einen Daumen da. Und in die Kommentare könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ich ein bisschen anders vorgehen soll, wenn ich nicht vielleicht so viel mitrappen soll. Aber das ist halt bei Mucke, die ich komplett feiere und die ich seit Jahren halt in and out höre, dann überkommt's einen so, ne? Ich fühle die Scheiße halt komplett, ne? Und yes, yo, mir hat's extrem Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, weiterzumachen, aber lasst ihr mich das einfach wissen an die neuen Leute, die hier abonniert, mein Chabendel, aber so vorbeet, Bruder. Und lasst auf jeden Fall abonniert die Glocke, ja, ihr Quasimodos, aktiviert die Glocke, ihr Klöckner. Und yes, yo, me friendos, vielen Dank an die ganzen Abonnenten von meinem Rap-Tutorial. Es wächst und gedeiht extrem. So viele neue Lektionen. Wir sind bald bei, also was heißt bald, ich kann es nicht so genau sagen, aber in den nächsten einem Monat oder so ist geplant, oder ein, zwei Monaten ist geplant, dass wir über 100 Lektionen drin haben, Alter. Und das ist, keine Ahnung so, ne? Auch da könnt ihr mir gerne nochmal als Feedback schreiben an feedback@rap-tutorial.de. Schreibt mir mal, welche Themen ihr gerne von mir noch behandelt haben würdet. Ich weiß, bei dem großen Angebot ist schon nahezu fast alles abgedeckt. Aber lasst es mich einfach wissen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, Mibi Friendos. Und bis baldos, euer Jay Gigolo. Peace.